Servus. Ich grüße euch und begrüße euch zu einem weiteren Vlog. Heute befinden wir uns im Kapitel 3 der Blackbox Reichenberger 116. Chapter 3. Wie heißt der Song? Ich weiß es noch gar nicht. Blende ich jetzt hier ein. Diese EP wird bald erscheinen. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Wir sind ja schon ein ganzes Stück weit zusammengegangen, von Kapitel 7 bis heute Kapitel 3. Was ist bisher passiert? Kapitel 7, Brave New World, alles ist wieder gut. Kapitel 6 war The First Kiss, glaube ich. Ich kann es noch. Kapitel 5 war Killing Time. Wie fasse ich das zusammen? Keine Ahnung. Tschüss, Vergangenheit oder so. Und Kapitel 4, der letzte Vlog, war dann The Sweetness Falls Beneath Your Skin. Und das kann man so zusammenfassen. Auch wenn alles scheiße ist, ist trotzdem alles geil. Ich muss ehrlich sagen, ich finde mich mit dieser Brille sehr viel cooler als ohne. So, heute Kapitel 3. Der Blackbox. Achtung, Achtung, jetzt kommt Jazz. Jazz? Yo. Was ist in Kapitel 3 passiert? In Kapitel 3 war es noch ein bisschen dunkler in der Blackbox. Ich kann ja mal das Licht ausmachen, um in die Stimmung zurückzukehren. Ich befinde mich hier nicht in der Blackbox Reichenberger 116, sondern in meinem Zauberstudio. Kapitel 3. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Dieser Track ist genauso wie die anderen aufgenommen in tatsächlich nur einer Nacht. Ich glaube, es hat irgendwie 2 Stunden oder so gedauert, das zu produzieren und die Vocals aufzunehmen. Deshalb hat dieser Song auch nur eine Strophe. Das Instrumental läuft ja noch so ein bisschen weiter. Wenn ihr eine zweite Strophe schreiben wollt, dann tut das doch. Und singt sie mir das nächste Mal vor, wenn wir uns sehen beim Meet and Greet. Ich bin sehr gespannt. Genau, ich habe diesen Song nie wieder angefasst. Ihr hört sozusagen das Original aus dieser Nacht in der Blackbox. Ja. Es kommen dann noch zwei weitere Tracks. Zwei weitere, ja, Tracks und Vlogs. Der nächste Vlog heißt, Chapter 2 heißt Heartbeat und dann kommt der Ursprung, Blackbox Reichenberger 116. So, Notizen, ich muss kurz, was will ich noch sagen? Ist heute so ein bisschen ein Laber-Vlog, ne? Also, ja. Mein alter Ego ist auch auswärts, deshalb, die macht gerade Battle Rap. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Du hast tausend Pussys emotional behindert. So, was wollte ich sagen? Chapter 3, Dunkel. Genau. Wie gesagt, so viel kann ich gar nicht dazu sagen. Ich kann es vielleicht so zusammenfassen, das Kapitel 3, dass es so eine Art Moment gab, so. Ach so, jetzt verstehe ich das. Und es war ein ganz wichtiger Moment, weil ich Sachen verstanden habe. Mysteriös, aber das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist und das ist einfach sehr schön, wenn man sein eigenes Verhalten versteht oder auch das Verhalten von anderen Leuten. Als Diplompsychologin ist das auch tatsächlich meine Hauptaufgabe, sich reinzudenken in das Verhalten oder das innere Erleben, die intrapsychischen Prozesse mit den ganzen Emotionen und Motivationen und so weiter von anderen Menschen. Das heißt, ich setze mich hin mit einer anderen Person und höre erstmal ganz viel zu, denke mit und gebe dann irgendwann Feedback. Das ist so, wie so eine Art Brainstorming. Und keine Ahnung, leihe den Leuten mein Gehirn, gebe Feedback. Und die müssen dann sagen, ja, das stimmt. Oder aber auch, nee, damit haben sie nicht recht, das stimmt nicht. Die Brille, mit der man als Diplompsychologin andere Menschen durchleuchten kann, wurde noch nicht erfunden und das ist auch ganz gut so. Ja,
alles macht Sinn. Ich glaube, dass jeder Mensch sich eigentlich so verhält, dass er, nicht eigentlich, sondern er verhält sich so, also bestmöglich. Ich muss kurz meine Brille putzen. sich bestmöglich verhält und alles Sinn macht. Bla bla bla, Labervlog, unvorbereitet. Aber da sind wir sind eigentlich schon, was für eine Überleitung, Psychologie, wir sind schon beim Thema, denn ich wollte in diesem Vlog auch ein bisschen einen Ausblick geben auf das Jahr 2016, zumindest was so vlogmäßig passieren wird bei mir. Auf meinem YouTube-Kanal, der unfassbar gut läuft, ich habe pro Video 45 Klicks. was mache ich in 2016? Ich habe es ja schon mal angekündigt und habe es auch schon mal gemacht, dass ich ganz gerne Psycho-Vlogs machen möchte. Das heißt, als Psychologin Sachen, keine Ahnung, vorstelle oder erkläre. Ich habe etwas vorbereitet, das im Jahr 2016 kommen wird. Das ist ein Skript, das ihr hier seht. und zwar Franny erklärt das Gehirn. Punkt. Das ist ziemlich lang, das sind, glaube ich, ein paar Teile, ein paar Vlogge. Genau, habe ich mir einfach mal gedacht, das macht mir Spaß. Ich erkläre so ein bisschen, was im Gehirn passiert, vor allen Dingen, wenn Menschen, also darauf läuft es hinaus, wenn Menschen Emotionen erleben. So, Psycho-Vlogs. Was kommt noch in 2016? ich habe ja mal eine Lesung gehalten im Bruder Grimm in Berlin. Und zwar habe ich mein Tagebuch vorgelesen, das ich geschrieben habe 1990, glaube ich, als 10-11-Jährige. Das ist sehr gut angekommen und die Leute haben gesagt, das musst du teilen. Das ist ein Zeitdokument einer präpubertierenden Franny. Es ist unfreiwillig, aber doch sehr, sehr komisch. Man denkt jetzt so, oh, Tagebuch lesen, krass, voll privat, ist es gar nicht. Weil ich war damals ein typischer Teenager, der einfach mal aufgeschrieben hat, wie er denn die Welt so sieht. Das ist höchst interessant und das wird also auch werden mehrere Videos sein. Darauf könnt ihr euch freuen, es ist wirklich lustig. Schöne Grüße an David K. Den ich kenne übrigens, mit dem ich auch heute noch in Kontakt bin. Es wird sehr lustig. Ja, so, genau. Was wollte ich noch? Frohe Weihnachten, nee, frohe Weihnachten mache ich nach. Ich habe noch einen Zaubertrick vorbereitet für euch heute. Passt auf, ich muss kurz was vorbereiten. Ich lenke euch kurz mit meinem Zauberstab hier ab. Und zwar hat mir ein großer Magier beigebracht, wie man die Schwerkraft einer Metallkugel überwindet und sie schweben lassen kann. Check das. Krass, oder? Voll Magic. So, liebe Leute. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Seid nett zueinander, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch so. Wir sehen uns bald wieder. EP kommt bald zum Download. Alles Gute, eure Franny. Tschüss. Yes.